Willkommen bei der Asia-Aktion der Barbecue-Freunde. Heute bin ich dran mit meinen Asian Chicken Wings. Schaut's euch an. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von FitMeat. Vielen Dank für euer Fleisch dafür. Und jetzt, willkommen bei Smoking Bees Barbecue. Aber erstmal muss ich der Firma Schneidholz noch danken, die mir hier für die Aktion noch etwas zur Verfügung gestellt hat, was ich an euch weitergeben kann. Vielen Dank an euch beide. Aber jetzt geht's erstmal an die Marinade. Dazu brauchen wir etwas dunkles Sesamöl, Sojasauce, ein paar Frühlingszwiebeln, die wir dann erstmal in feine Ringe schneiden. Das Grüne heben wir uns auf, später für die Deko, das Weiße geht mit in die Marinade. Und jetzt, während ihr mir beim Schnibbeln zuschaut, erstmal kurz die Regeln für unsere Asia-Aktion. Und zwar müsst ihr das Ganze wie immer mit einem Hashtag kommentieren, was im Laufe dieses Videos zu sehen ist. Die Aktion läuft vom 28.06. bis zum 18.07.2019. Und während ich hier noch Zitrone, ein bisschen Knoblauch und Ingwer bereitlege, gilt es für euch zu wissen, die Verlosung findet am 28.07.2019 auf dem Kanal von Alien Barbecue statt. Aber jetzt geht's ans Marinieren. Dazu geben wir unser Sesamöl, die Sojasauce, die Frühlingszwiebeln schon mal in ein wiederverschließbares Gefäß rein. Im Anschluss geben wir dann unseren gepressten Knoblauch dazu, den Abrieb einer Zitrone sowie den Ingwer, den wir dann auch vorher klein gerieben haben. Das sieht man hier leider nicht im Video, da hat irgendwie die Aufnahme gesponnen. Jetzt geht's ans Vermischen. Dazu solltet ihr wirklich in die Küche gehen auf eine abwaschbare Unterlage, sonst versaut ihr euch entweder euren Tisch oder euer Holzbrett so sehr, dass ihr es gar nicht mehr sauber kriegt. Eure Schüssel dann verschließen. Ich habe hier extra so einen Vakuumbehälter und dann ab in den Kühlschrank für ungefähr 3 Stunden. Und schon geht's an unsere Beilage. Und zwar die Gemüsetaschen. Die bestehen aus Knoblauch, ein paar Pilzen, Sojasauce, Bambussprossen, Sojasprossen, Sesam, etwas Reismein oder Sake, Karotten, Frühlingszwiebeln und Ingwer. Super einfach. Das Ganze kommt dann auf eine Alufolie. Die bestreiche ich vorher mit so ein bisschen Butter, damit das Ganze uns nicht anbrennt. Gib dann die Zuckerschoten drauf, den Knoblauch, den Ingwer, Sojasprossen. Das, was euch an Gemüse halt gefällt. Das ist richtig lecker. Und während ich hier meine Gemüsetaschen fröhlich zusammenbaue, gilt es euch noch zu sagen, dass unser Kommentarschluss am 23.07. um 23.59 Uhr stattfindet. Bis dahin habt ihr die Chance natürlich, eure Kommentare mit dem Hashtag abzugeben. Und denkt bitte dran, ihr müsst bei allen Barbecue-Freunden kommentieren, weil ansonsten zählt eure Stimme nicht. Leider. Damit unsere Gemüsetaschen auch wirklich diesen Asia-Style bekommen, gibt es jetzt die Sojasauce drüber und den Reiswein. Das gibt dem Ganzen den richtigen Kick. Wenn ihr keinen Reiswein zur Verfügung habt, könnt ihr auch einen Sherry nehmen. Der funktioniert genauso. Die Taschen jetzt gut zusammenfalten, sodass kein Dampf entweichen kann, weil später sollen ja unser Gemüse und das Ganze in diesen Taschen dann dämpfen. Das dauert ungefähr 10-15 Minuten bei den angestrebten 180 Grad. Das funktioniert super. Und während unsere Kohlen jetzt durchglühen, kümmern wir uns mal um unsere Soße. Und zwar gießen wir da die Marinade von den Chicken Wings ab, setzen eine gusseiserne Pfanne auf unseren Anzündkamin und geben dann noch ein bisschen Hoisinsoße dazu. Und ich gebe euch den Tipp, versucht nicht aus eurer Schüssel die Chicken Wings in dieses Sieb reinzukippen. Das funktioniert nicht so gut. Die Chicken Wings dann eher in eine Auflaufform umfüllen, die ihr später sowieso nochmal braucht. So, in unsere Marinade geben wir jetzt die Hoisinsoße, mischen das Ganze gut durch und lassen es einfach einmal in der gusseisernen Pfanne aufkochen. Wenn das soweit passiert ist, stellen wir das Ganze noch warm auf Seite, weil die brauchen wir später ja nochmal, die Soße. Und warm schmeckt die ehrlich gesagt ein bisschen besser. Wenn dann die Kohlen soweit durchgeglüht sind, richten wir uns in den indirekten Bereich ein auf unserem Grill und fangen an, unsere Chicken Wings aufzulegen bei 180 Grad. Und so kommen wir jetzt zu meinem Hashtag.
Heusin Magic. Und wie man sieht, bei mir reicht der Platz auf dem Grill nicht. Also habe ich mir so ein Kühlgitter aus dem Bäckereibedarf mit besorgt und habe meine Chicken Wings nochmal auf eine zweite Etage gelegt. Und weil der Platz immer noch nicht reicht, eine dritte Etage für meine Gemüsetaschen. Die kommen ungefähr nach 30 Minuten Garzeit der Chicken Wings nochmal für 15 Minuten mit drauf. Dann holen wir unsere Chicken Wings runter und ertränken sie in Soße. Naja, ertränken tun wir sie nicht. Wir benetzen das Ganze. Und hier kommt der Honig ins Spiel. Wer jetzt noch ein bisschen Honig dazu haben will, macht jetzt etwas Honig dazu und gibt dann die Soße drüber. Schließt den Deckel nochmal für ungefähr 5 Minuten, bis die Heusinsoße schön angeklebt ist. Gibt die Frühlingszwiebeln dazu und die Sesamsamen. Und jetzt kann ich euch nur viel Spaß beim Nachmachen wünschen. Und denkt dran, in 2 Tagen ist der Barbecue King dran. Also, schaut rein, macht mit, gewinnt tolle Preise. Bis dann, euer Bernd.